ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guten Morgen. Ja, wir sind ja jetzt hier in Aachen auf dem Lehrgang bei Thomas Weinberg. Ich bin gespannt, wie es heute so wird. Und wir nehmen euch heute nochmal wieder ein bisschen mit und zeigen euch, was wir so machen. Mhm. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Okay, ich freue mich schon wahnsinnig. Mein immer super mega aufgeräumter Spind. Und die Sachen sind wenigstens ein bisschen geputzt. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wo die Isabel steckt. Aha, da ist die Selina. Guten Morgen. Selina. Ach, guck mal, da ist auch unser Eselchen und die Isabel. Hallo. Guten Morgen, Isabel. Hallo. Guten Morgen. Schauen wir mal, was heute so passiert. Oh, das sind die Profis und die Mädchenpferde im wahren Leben. Gleich blamiert. Ah, schau, hier wird ein Hufe eingefettet. Hufe einfetten gibt es hier. Mhm. Geht das viel besser, wenn man da mit der rechten Hand alles machen kann. Mhm. Oh, Pferdchen auch neugierig. Hallo. Hallo. Kollegin hat schon Gamaschen drauf, Schabracke drauf und ist am Satteln. Du bist noch bei der Mähne. Ja, das haben wir gleich. Du hast 10 Minuten, dann fängt deine Stunde an. Ja, das ist doch easy. Rot. Rot? Mhm, rot. Zu einem Rappen. Schaut ganz gut aus. Wenn du gerade vorkommst, wie hieß das Spiel, das wir früher immer gespielt haben, wo man das so springen und Vielseitigkeit auf dem Turnier, auf dem PC spielen konnte? Rising Star. Ja. Und da war auch immer so eine Stimme, wie deine jetzt, die nach jedem Sprung, prima, das habt ihr gut gemacht. Das können wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Das haben wir auch. Das war ein guter Sprung. Ja. Ich hatte auch mal eine rote Abschützdecke, aber die hat er auch kaputt gemacht. Oh, Küsschen, gell? Oh. Oh, ich war ein bisschen. Die Uhrzeit? Ja, warte. Schön im Tal gelegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Ich gehe noch mal nach den Hunden schauen und dann... Bis gleich. Wenn du die Zügel vorgegeben hast, der zog ja richtig schön durch jetzt auch. Immer Verbindung auf beiden Zügen. Dann so zu machen, treibst du mit der Wade ran. Nee. Einmal durch. Reit jetzt mal hier einmal einen Zirkel. Bitte? Einmal einen Zirkel jetzt reiten. Bis du erstmal deinen Schenkel annimmst. Nicht die Hände vor, Isabel, nicht die Hände vor. Das hilft dir gar nicht. Das macht nur schwerer. Reit dir erstmal jetzt einen Zirkel, bis der deine Wade annimmt und der gleichmäßig in deine Hand geht. Ruhig noch ein paar Mal einen Zirkel, bis das erstmal gleichmäßig. Verändern nur die Wade, Zehen nach innen. So. Und mach dich groß. Top. Ob der so klingelt oder ob der mal schüttelt, dann machst du das. Oh, ne. Dann machst du es nur noch schlimmer mit. Wenn er sucht die Anlehnung und er rüttelt sich dann durch und dann fängt er an, seitwärts zu gehen, musst du dir so vorstellen, wie auf Bahnschienen. Zwischen deiner Hand und deiner Wade. Rahmst du ihn ein und bringst ihn auf Linie, bringst ihn auf Spur. Das hilft.
Je weniger du ihm gibst, desto mehr ist er alleine gelassen, so wie jetzt auch. Kein Fußschritt, kein Fußschritt. Sobald du ihn gleichmäßig dann. Kamera, ist, willst du was sagen? Komm, das ist. Oh. So, wir sind jetzt fertig mit Reiten für heute. Es war wieder richtig gut. Man hat wieder so richtig den Unterschied gemerkt, schon wieder von gestern auf heute. Und es sind wirklich jetzt viele Kleinigkeiten, an denen ich zu Hause arbeite, die ich dann besser machen möchte. Und ich habe ihr alles aufgenommen, damit, wenn sie anfängt zu vergessen, sich das alles nochmal anschauen kann. Und wir sagen jetzt allen schön tschüss. Tschüss. Nein, hier den Leuten tschüss. Ach so. Oh, Anja. Wir sagen hier den Leuten noch allen tschüss und packen wir auch unsere Sachen ein. Jetzt fahren wir über die wunderschöne Kölner Brücke. Wunderschön. So, ihr Lieben, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Hab jetzt nicht mehr so viel gefilmt beim Fahren oder beim Abladen oder so. Weil ich einfach nur noch heim wollte jetzt, weil wir auch echt ewig unterwegs waren. Also wir sind dann noch 4 Stunden nach Hause gefahren. Es war auf jeden Fall so ein cooles Wochenende. Das ist unglaublich. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch auf jeden Fall dem André danken oder generell ReitTV, dass ihr mir das ermöglicht habt und auch den anderen. Weil, also es war wirklich, das war so cool und so lehrreich auch. Ich fand es so krass zu sehen, was man nach einem Tag schon für einen Unterschied gemerkt hat und nach 2 Tagen und jetzt nach 3 Tagen erst recht. Was bei uns ja auch immer wieder so ein großes Problem ist, ist die Kontrolle, weil er ja beim Springen immer ganz gern mal abpäst und ja, ich dann auch einfach keine Distanz mehr zu den Sprüngen finde. So, die Sprünge an sich sind ja nicht das Problem, aber wenn ich halt, wenn er mir abgeht und ich zu spät die Bremse wieder finde, dann wird auch der ganze Sprung nichts. Und ja, wir haben halt so an ein paar Kleinigkeiten angesetzt und auch so ein paar Übungen gemacht. Das war echt besser. Das hätte ich nie gedacht, dass man so schnell einen Unterschied spürt. Ich bin echt immer noch total begeistert und gucke jetzt auch mal, bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, wenn ich das jetzt wirklich gezielt genauso zu Hause übe. Ist das Gleiche. Ich finde es schade, dass es schon vorbei ist. Die Zeit ist viel zu schnell rumgegangen. Ich hätte jetzt auch noch mal eine Woche länger dort bleiben können, weil auch einfach alle dort so nett waren. Es hat mich auch total gefreut, mal ein paar von den Reiter-Teamreitern kennenzulernen, weil die sind ja auch alle total nett und ja, wir hatten echt ein schönes, langes Wochenende dort. Ich hatte auf jeden Fall total viel Spaß am Wochenende und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Video. Tschüss!